Ja, liebe Freunde, da machen wir also auf diese Weise Qigong. Und ich empfehle dieses Qigong, das war das Duft-Qigong 1, zur Reinigung. Dauert ungefähr 18 Minuten täglich zu machen. Zweimal, dreimal maximal. Und dabei nichts zu denken. Stellt euch vor, nicht denken bedeutet nicht, dass es im Kopf leer ist. Nicht denken bedeutet, dass ihr keine Gedanken festhaltet. Lasst Gedanken wie Wolken über den Himmel ziehen. Kommen wichtige Gedanken, nicht aufschreiben, du wirst sie nicht vergessen. Aber es kommen in der Regel auch ganz viele unwichtige, lass sie einfach ziehen. Der Atem fließt ganz ruhig durch die Nase. Wenn ich den Mund öffne, liegt die Zunge am oberen Gaumendach. Atmet tief ein, mit der Zunge am Gaumendach und diesem Mund geöffnet durch die Nase und macht es ohne Zunge und bei geschlossenem Mund. Es wird sicher ein Unterschied sein. Vielleicht ist er am Anfang kaum erkennbar, mit der Zeit wird er erkennbar. Bei diesen Qigong-Übungen fließt der Atem ganz ruhig. Selbst im Rahmen der Abschlussübung, wo wir ausatmen, hörst du nichts. Aber du kannst durchaus bei anderen Übungen ganz kräftig aus- und einatmen. Und da die Atmung zum grundlegenden Lebenselixier gehört, wir würden überhaupt nicht mehr hier sein, wenn wir nicht nach der Geburt sofort hätten atmen können. Also ist der Atem auch das Wichtigste, was wir eingangs des Lebens haben. Und der Atem verlässt uns, wenn wir auf eine andere Ebene gehen. Atem kann ganz verschieden geübt werden. Wichtig ist, wir sollen es nicht vergessen zu atmen. Das geschieht manchen von uns nachts, aber auch bei der Arbeit zum Beispiel oder beim Frühstück. Immer gut aufs Atmen achten. Wann irgend es geht, und das verdanke ich unter anderem meinen Eltern, wann immer es geht, atme tief. Halte an. Atme aus. Atme aus durch die Nase oder durch den Mund. Aber du kannst auch mehrfach einatmen. Beim Guilin Qigong atmet man zweimal ein in zwei Stufen. Erst hier, dann hier. Und atmet etwas länger aus. Wim Hof zeigt eine Atemmethode, die geradezu wundervoll ist, aber fangt damit an, sie im Liegen oder im Sitzen zu üben, denn sie könnte einen Moment zu Sauerstoffüberangebot führen. Schau. Durch die Nase ausatmen oder bei all diesen Übungen hat der Meister manchmal gesagt, du kannst auch lächeln. Ja? Lächle bei den Übungen. Hab immer im Hintergrund so eine Idee von dem, was alles sagenhaft ist in dieser Welt. Da gibt es sehr viel. Es gibt sehr viel anderes, aber nimm das Sagenhafte und betone das bei all diesen meditativen Übungen. Konzentriere sich auf das wahre, gute, schöne. Okay? Goethe. Das wahre, schöne, gute. Spürt man sofort, das wird silberhell. Wann immer du merkst, du bist in einem schlecht gelüfteten Raum, sieh zu, dass du die Fenster öffnest. Und wenn Menschen dir zu nahe stehen, sie sind alle lieb, so achte trotzdem darauf, dass Frischluft da ist. Das hat nichts mit irgendwelchen Krankheiten zu tun, das hat nur etwas mit dem Verhalten der Menschen untereinander zu tun. Klarer Kopf. Alle Krankheit kommt aus dem Kopf.
klarer Kopf, klare Wahrnehmung, klares Gefühl. Ich liebe das, was ich jetzt tue. Das ist Qigong. Kannst du Qigong jemals 100%ig ausführen? Das können ganz gewiss manche Meister aus dem Land, wo das Qigong herkommt. Vielleicht können es Mitteleuropäer nie genauso wie diese Meister. Aber vielleicht doch. Aber im Grunde genommen ist das ein Lernweg, der beginnt von der ersten Sekunde, wo du es gesehen hast. Als ich das erste Mal Tai Chi-Lehrer Peter Böhmer sah, wie er diese Übungen machte und anschließend auch noch den Meister Zhang Xiaoping, da sind mir die Tränen gekommen und ich habe mir gesagt, das mache ich immer. Ihr werdet also eure Übungen finden. Es gibt wahrscheinlich weit, weit über 1000 Qigong-Übungen. Wenn du ein wenig länger dabei bist, und ich bin es jetzt seit 1997, dank eines Unfalls, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, es kann immer wieder auch aus dir etwas Neues kommen. Ja. Und wenn du solche Übungen machen möchtest, mit Freund, Freundin, Mann, Frau, Bruder, Schwester, Gruppe, und ihr möchtet euch angucken bei den Übungen, dann tut das. Aber dann schaut euch hier hin und stellt die Augen auf unendlich. Das ist gewissermaßen auch der Blick des Therapeuten. Seht ihr, ich habe jetzt die Augen auf die Kamera gerichtet, aber auf unendlich geschaltet. Jetzt schaue ich in die Linse. Jetzt schaue ich ins Unendliche. Man kann es wohl kaum erkennen. Schaut hierher, nicht direkt in die Augen. Bei diesen Übungen. Zudem, wenn ihr Menschen begegnet, die ihr nicht kennt, immer hier hinschauen. Unendlich stellen. Ganzes Wahrnehmungsfeld öffnen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ja, Leute, ich kann nur sagen, das Qigong ist ein Glück des Himmels. Und von diesem Glück des Himmels, da gibt es auf dieser Erde unglaublich viel. Das entdecken wir hier bei Natur und Mensch.